Nur für Thomas? Helene Fischer empört Fans mit Neujahrsgruß. Im Dezember gaben Helene Fischer, 34, und Florian Silbereisen, 37, ihre Trennung bekannt. Parallel zu dieser Verkündung bestätigte die Schlager-Queen, bereits einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben. Der Akrobat Thomas Seidel, der bei ihren Shows mitmischt, hat das Herz der Sängerin erobert. Bisher hat sich Helene noch nicht öffentlich über ihren Neuen geäußert. Ein emotionales Video lässt die Fans nun zweimal hinhören und stößt nicht nur auf Sympathien. Auf Instagram teilte die sportliche Blondine einen Neujahrsgruß, der für Aufruhr sorgt. Im Clip sind einige Ausschnitte aus ihren Auftritten und die Showcrew inklusive Thomas zu sehen. Nur mit dir möchte ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möchte ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich nur mit dir, singt die Blondine. Zeilen an ihren Freund? Viele Fans der 34-Jährigen finden die Zusammenstellung der Sequenzen und der Hintergrundmusik mehr als fragwürdig. Ist sie so verliebt in Seidel, dass sie jeden Anstand verloren hat? Dieses Lied war bis vor kurzem immer für Flo. Und du machst einfach weiter, als wäre nichts gewesen, Helene. Das ist einfach nicht fair gegenüber Flo, lauten nur zwei der Kommentare zu dem Video.